So, wir haben gebaut einen Mini-Kanal hier vorne. Das erlöst mich nicht von dem Versprechen, euch noch einen richtigen, und zwar einen Industriekanal zu bauen auf Crown Falls, aber es ist auch was Hübsches. Das gucken wir uns mal gemeinsam an, was wir hier gebaut haben. Ja? Ja, das ist wirklich toll. Der Weihnachtsmann ist auch da. Ich wollte euch doch was ganz anderes zeigen. Was meint der denn da auf seinem Stuhl? Oh Gott, schon auf. Ich kann nicht hingucken. Was meint der? Der steht auf seinem Schaukelstuhl und will das Dach reparieren. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Das entsetzt mich jedes Mal. Das ist... Leute, die haben doch... Wie kann man das als bei Anno 1800 machen, die Entwickler? Das ist da auch ein Stück Volksbildung oder Jugendbildung, so ein Computerspiel. Man hat da auch eine pädagogische Verantwortung. Man bringt den Leuten, den Zuguckern, entschuldige Zugucker, man bringt den Zuguckern bei, dass sie auf einen Schaukelstuhl stellen wollen, wenn sie irgendwo im Haushalt der fällt gleich runter. Das kostet Menschenleben. Haben die denn gar keine soziale Verantwortung bei Ubisoft und bei Blue Byte? Das ist so unverantwortlich. Das geht sowas von gar nicht. Lieber Weihnachtsmann, schenkt ihm mal ein Stück Hirn, dem Mann. Das kann ich mir nicht weiter angucken. Das ist ja ganz schrecklich. Oh, wie schön, guck mal hier. Das ist der Park, den wir gebaut haben. Und ich hatte ja eben Stepas Seele verloren oder vergeben an den Anno-Gott für irgendein Ritual. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, ich wollte mehr Geld haben, mehr Gold oder... Ich weiß gar nicht mehr. Deshalb müssen wir leider Stepas Seele jetzt hier uns zurückholen. Zuschauer auf Twitch, liebe Grüße an... er hört uns nicht. Seine Seele ist ja futsch durch irgendein Ritual, das wir hier vorne begehen. Wir haben Kanäle gebaut. Und wehe, einer von euch schreibt im Chat, man kann Rituale nicht begehen. Man kann nur Verbrechen begehen. Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Aber erst gehen wir einmal spazieren. Stepa muss warten, das ist so hübsch hier. Keine Boote. Für Boote ist es nicht groß genug. Aber hübsch. Denk mal. Das ist der Altar von Anno Gott. Thank you all. Das ist der geheime Eingang für den Altar. Der offizielle Eingang, den die christlichen Kirchgänger am Sonntag nach dem Gottesdienst benutzen, ist auf der anderen Seite. Da ist die Kirche. Wenn die Leute in einem Gottesdienst rausgehen, stellen sich hier vor und sagen, wie war ein schöner Gottesdienst, der Pfarrer hat uns erleuchtet, aber das ist der, da ist Stepa. Das ist, glaube ich, der Stepa ohne Seele. Jetzt müssen wir ganz schnell das Ritual vollziehen. Oh Gott, ich habe gerade einen Blackout. Wie erlöst man die Seele von Stepa? Ganz schnell, wir brauchen irgendein Ritual, ganz schnell. Ganz schnell, irgendein Ritual, ganz schnell. Mir fällt nichts ein gerade. Was könnte ein Ritual sein? Wir müssen irgendwas opfern. Nein, nicht mich. Vielleicht einen anderen Zuschauer, um Stepa zu befreien. Das führt uns irgendwie... Das ist, glaube ich, das führt uns nicht wirklich in die Zukunft. Dreimal über die linke Schulter spucken. Pulle Wein zücken, einen Keks opfern. Ich opfere einen Keks, das ist eine gute Idee. Nein, ich mache es noch radikaler. Ich bin bereit, eine Niere zu opfern. Für Stepa, für Stepas Seele. Ich opfere eine Niere für Stepa. Ja, das ist traurig. Ach, danke. Ich spüre, wie er erschauert, ne? Ja, es ist ein großes Opfer. Was tut man nicht alles für ein so liebenswertes königliches Mitglied wie Stepa? Ich opfere eine Niere. Ich habe sogar schon eine zurückgelegt, eine Niere. Nee, keine von mir. Ich opfere keine Niere von... Nee, komm. Ich opfere eine Niere von dem Erdmännchen, das ich kürzlich im Zoo in Köln geklaut habe, als ich nachts über die Hegemauer gestiegen bin. Das ist so mein nächtliches Hobby. Kölner Zoo. Oh Gott, wie peinlich. Im Kölner Zoo auf den Klo gehen. Im Kölner Zoo über die Mauer steigen und dann die Erdmännchen klauen und dann in die Nieren rausschneiden. Für einen guten Zweck. Als ob ich es gewusst hätte, dass Stepas Seele erlöst werden muss.
Das ist eine Original-Erdmännchen-Niere aus dem Kölner Zoo und die wird jetzt geopfert. Wie opfern wir die? Wir brauchen ein heiliges und erhabenes. WB redet sich im Kopf und Kragen, Akira. Ich weiß gar nicht, wie du dazu kommst. Wie opfert man eine Niere von einem Erdmännchen? Ein heiliges Ritual, das ist wie bei den Oblaten in der Kirche. Man legt sie natürlich sich selber auf die Zunge. Denkt ganz fest an Stepas Seele. Oh, Anno Gott, gib uns Stepas Seele zurück. Und plötzlich scheint es mir, als ob der Anno Gott erscheint und wir haben eine Erleuchtung. Irgendein obskures Erlebnis. Und da ist sie wieder da. Stepas Seele ist wieder da. Dank dieses Opfers. Stepa, wie geht's dir? Stepa ist im Chat. Hier, Stepa, habe ich was verpasst? Hatte eben das Gefühl, dass meine Seele meinen Körper verlassen hat. Stepa ist wieder da. Alles gut, Stepa. Herzlich willkommen zurück. Ja, du hattest uns mal kurz verlassen. Alles gut. Alles gut. Ja, das geht. Oh, The Dark Boss meinte, solche Aktionen würden dem Erdmännchen, das geopfert wurde, aber gewaltig an die Nieren geht. Respekt. Aber gut. So, jetzt machen wir ja. Gucken wir uns noch alles weiter ein bisschen an. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, über das wir eben schon mal ein paar Mal geredet hatten. Das war das Thema Kanäle. Andere Kanäle. Eine heilige... Ich lasse mich ja wirklich nicht leicht ablenken, aber guck mal da vorne. Ein Bulle. Eine stämmige Blondine und ihr Bulle. Es irritiert mich gerade etwas. Und es fängt an zu regnen. Ich bin langsam verwirrt hier. So, hier sieht es auf jeden Fall schön aus. Wie sind wir hier überhaupt gelandet? Wir wollten einfach nur Inseln angucken, genau. Wir gehen einmal gucken auf... Hier regnet es mir zu sehr. Wir gehen wieder zurück nach Crown Falls. Da ist ein Loch im Zaun. Direkt neben dem Eingang, im Ernst? Ach komm, lenk mich nicht ab. Wir wollen hier einmal in Crown Falls eine Kanalisation bauen. Das machen wir jetzt. Die Kanäle, die so aussehen wie Kanalisationskanäle. Die wollen wir, danke an werde ich träumen fürs Cheeren. Die wollten wir bauen, hier oben. Nee, hier wollten wir die, glaube ich, bauen. Hier, ne? Nein, hier links. Oh Gott, wo soll die nochmal hin? Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Da wollten wir die bauen. Hier, da kommen die hin. Ja, genau. Das wäre in die Mitte eine Handelskammer gesetzt. Die hat viele coole Items und durch die Items wiederum werden verbessert. Alle Produktionsgebäude sind produktiver. Nochmal produktiver mit mehreren Hebebühnen. Und Sektkellereien werden nochmal super produktiv. Danke an Black Panther fürs Cheeren. Hi, Matze. Alles gut, Erzrede. Das nutzen wir hier und bauen hier Kanälchen. Die ziehen wir hier irgendwie rüber. Fußgängerpaket. Boah, ich glaube, die stinken, wenn man die setzt. Ich glaube, die riechen ganz schlecht. Die Waffenruhe wurde beendet. Boah, sieht die ekelhaft aus. Wird richtig schlecht, wenn ich das sehe. Die sind ja so igitt. Mir fällt das Konzept wieder ein. Jetzt weiß ich, wie wir das hier vorhatten. Wir wollten die hier so lang... ich erinnere mich. Hier wollten wir die lang ziehen. Wir hatten mit Absicht so gebaut,
Ich erinnere mich. Ja, das war das. Das hatten wir so vorbereitet. Das war alles so im. Das war unser Plan gewesen. Ja. Ich erinnere mich. Ja, genau. Was soll. Ah, ja, genau. Hier unten lang, stimmt. So hatten wir das extra mühsam gebaut. Super, dann können wir noch mehr coole Sachen machen. Was ist das hier? Eine Polizeiwache, die können wir auch umsetzen. Hier vorne ist die Handelskammer. Gucken, wie wir das machen. Super. Da können wir ganz viel hier anschließen. Sieht das ekelhaft aus. Das ist ja so widerwärtig hier. Gehen wir gleich spazieren. Aber Leute, alle schon mal die Nasenklammer bereithalten. Das wird nicht schön. Das wird nicht hübsch werden, Leute. Ganz im Ernst. Da fahren keine Boote drauf zu gucken. Gucken wir uns gleich aus der Nähe an. Gucken wir, dass wir noch ein bisschen aufpeppen können. Mal schauen, wie wir das machen. Läuft das Fließband schneller als sonst? Das kann man hier überall durchziehen. Reicht erstmal.
Menschen lassen hier ein Entebecken. Hier noch eins. Ein paar Bäumchen. Welche Bäume halten das aus hier? An solchen stinkenden Kloaken zu sitzen. Wer hält das aus als Baum? Also Bänke zum drauf gucken, brauchen wir glaube ich keine. Das wäre ein bisschen sehr krass. Keine Ulmen. Ja, es sieht furchtbar aus, Zucker. Ich gebe mir Mühe. Danke für das schöne Kompliment. WW, das sieht furchtbar aus, was du baust. Das war meine Absicht. Vielen lieben Dank für dieses Kompliment, über das ich mich üblicherweise nicht bauen würde, freuen würde. Wenn ich träume nach VR, Virtual Reality, kommt bestimmt noch das Geruchsfernsehen. Jetzt erst gesehen, Stepa. Vielen lieben Dank an Stepa, dass wir deine Seele erlöst haben. Freut dich. Na hör mal, vielen lieben Dank. Hat 5 Abos verschenkt, unser Stepa. Danke dir, Stepa. Haben wir gerne gemacht für dich. Wir haben ein großes Opfer vollbracht. Wir haben Oblaten im Chat verteilt. Aus Hafer. Ich will doch keine Kanäle mehr, schreibt jetzt André. Ein bisschen spät. Du bist einer derjenigen, die am meisten gejammert und gewimmert haben. WB, wo bleiben die Kanäle? Ich glaube, du hast sogar geschrieben, WB, Baukanäle oder ich gehe. Oder irgendwas in der Art. Arrakus, warum bauen wir Kanäle? Machen die einen spielerischen Sinn? Die sehen einfach nur... Es kann sein, dass die spieltechnisch, ja, die steigern die Attraktivität der Stadt. Die machen in keinem großen Maße, egal, die machen die Stadt attraktiver. Egal welches Ornament es ist, also alle machen die Stadt attraktiver. Es gibt ja auch so Asphalt, die man irgendwo hinsetzen kann oder so Dreckhaufen. Es gibt ein Ornament, das heißt Dreckhaufen, kein Scherz. Das macht die Stadt attraktiver. Und die Kanäle auch, wirklich. So haben wir alles hier gemacht, ich glaube ja. Jetzt bauen wir ein bisschen schönes Zeug. Kanalbrücken. Sollen wir damit mal operieren? Gucken, wie die aussehen. Das ist jetzt... Ja. Ja. Das kann man machen. Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob die euch gefällt. Wir probieren mal was aus, ja? Jetzt gemacht. Und zwar... Moment, Augenblick. Geht das? Ja, kann man machen. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt hier hin. Das kommt weg. Das kommt hier hin. Dann ziehen wir die Straße hier. Wo ist hier der Eingang? Vom Modell her. Hier so etwa, ne? Ah nein, die Kanalbrücken, die sind nur für Fußgänger. Dann ist das alles Quatsch. Das sind Fußgängerbrücken, die brauchen wir hier wirklich nicht. Kommt alle zurück, alles wieder auf Anfang. Mist.
Das ist ja peinlich. Nicht peinlich, das ist einfach schade. Schade ist das. Dann machen wir die Straßen hier wieder neu hin. Bauen die Kanälchen hier wieder rüber. Wie es scheint, brauchen Sie mein Kapital. Hier wieder hin. Kaufen hier ein Stück Insel wieder zurück. Zurück nach Crown Falls und das war hier oben waren wir. Hier. So machen wir das. Ach, ich weiß es, wir können doch eine Kanalbrücke bauen. Wir packen die Polizeiwache 1 runter und dann können wir einen Fußweg legen. Ja, natürlich. Und dann machen wir. Ja, es klappt doch, es klappt doch, es klappt doch. Naja, wir setzen eine Kanalbrücke hier hin. Und dann brauchen wir Pflaster, das dazu passt. Gehweg. Das ist es nicht. So. Rund um die Polizeiwache kann man das auch begründen, dass da ein bisschen schicker aussieht, denn immerhin ist das hier ein Gebäude, was die staatliche Autorität repräsentiert. Hier die Brücke rüber. Und dann... hier runter. Dann stellen wir hier ein Denkmal hin für den Fortschritt und die Industrialisierung oder irgendwas in der Art, ja? Also. Ein Denkmal für den Fortschritt. Die Wegbreiter, das, nee, das ist nicht. Anker, Kiosk für Reisende, Elefantenbrunnen, der Traum vom Flügel, eine Palastsäule, das hoch hinaus Denkmal, ein allgemeines Denkmal, irgendwas mit Dreck und Industrie, irgendwas, was die Industrie verherrlicht. Wie scheußlich, irgendwas, was die Industrie verherrlicht, oder? Gucken, aber da wird es doch irgendwas geben. Irgendwas, was so richtig ekelhaft ist. Irgendwas, was uns alle abstößt, bitte. Ein riesiges Toilettenhäuschen, das alle anbeten. Oder, ne? Mhm. Das kann man ja schon mal nutzen. Ein Fußgängerzoneneingang. Hallo? Hey. Hier bitte, ich sagte, ein Fußgänger, ist der zu groß? Jetzt ist er da. Ach, jetzt steht er schon da. Das Programm hängt mal wieder ein bisschen, entschuldigt. Der ist ja völlig Verkehr hier. Was ist denn das hier? Ich nehme ihn wieder hoch. So geht's. Kopieren wir. Vorher reißen wir einmal das hier weg. Dann kopieren wir uns den hier. Also heute ist die Performance wirklich schlecht von Anno. Ich weiß nicht warum. Es tut mir herzlich leid. Eine Traktorstatue. Wo ist die denn, Kartoffel Herold? Erzähl mal. Hier können wir ja Bäumchen und so hinsetzen. Was? Wo finden wir ein cooles Denkmal, was dazu passt? Twitch-Drop-Ornamente. Offenweise Plakatwände.
Litfaßsäulen. Industrielle Ornamente. Dreckhaufen. Wassertürme. Schuppen. Frachtcontainer, Fußgängerbrücken. Bei den besonderen Ornamenten, heißt es im Chat. Mal gucken, ob rund um die Speicherstadt vielleicht auch was Cooles. Ein Lagerhaus. Dann haben wir hier noch den Stadtbodenbeläge, die brauchen wir nicht. Dann die Stadtzäune brauchen wir auch nicht. Die Stadtvegetation machen wir nachher. Die Stadtbrunnen. Vielleicht ein Brunnen wird schon reichen. Aha. Ja, das würde auch schon ausreichen. Ein Kaskadenbrunnen. Hier sauberes Wasser, da dreckiges. Obwohl, ein Denkmal wäre echt cooler. Ein Ententeich ist so groß, oder? Den kriegen wir ja nicht untergebracht. Stadtstatuen. Weihnachtsbäume. Reiterstatuen. Die Reiterstatue geht immer. Das kann man machen. Globuskultur. Hier ist es spannend. Modelle eines Wolkenkratzers. Aber hier am Rand im Industriegebiet königliche Standarte, Megafontürme vom Anarchisten. Königliche Standarten, Weihnachtsbäume. Also mit der Reiterstatue machen wir, glaube ich, nichts falsch. Das finde ich okay. Das kann man machen. Ja, jetzt brauchen wir drumherum noch jede Menge Grünzeug. Für den Brunnen wird doch nicht das Wasser aus dem Kanal genommen, Zugucker. Also das kann man machen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Grünzeug drumherum machen. Aber ein bescheidenes Grünzeug. Also normalerweise, man geht hier nicht unbedingt spazieren, reichen eigentlich so normale große Bäume. Champagnerfabrik. Wir machen das noch anders. Wir machen die nicht auf der Seite, sonst sehen wir auch nichts. Und hier machen wir irgendwelche Industrieornamente hin. Hier. Pardon. Wo sind sie denn hier? Industrielle Ornamente. Also Schuppen zum Beispiel. Wasserturm geht immer. Und vor allem ein Vertrauenserwecken. Wir bauen ganz viele Wassertürme neben die Kanäle. Denkt, da kommt das Trinkwasser für die Industriearbeiter. Gewinnen die Wassertürme aus dem Regenwasser. Gewinnen die das. Alles andere wäre ja auch illegal. Und illegales Zeug machen wir nicht. Im Städt fällt das Stichwort Filter. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet, Filter. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Müssen wir mal erklären, was ein Filter ist. Der Begriff ist mir... Es steht im Handbuch zur Versorgung von Industriearbeitern im Jahre 1800 nicht drin. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Filter.